Wildnis im Kleingarten. Darum geht es beim Modellprojekt im Othfelde. Dazu hat nun der erste Spatenstich stattgefunden. Das ca. 11.000 Quadratmeter große Areal soll bis 2023 zu einem ökologischen Kleingartenpark umgestaltet werden. Vor Ort war auch Reinhard Martensen, der Vizepräsident des Kleingärtner e.V. im Bezirk Hannover. Ja, also es entsteht ein Kleingartenpark, eine Kleingartenanlage neuen Typs. Die besteht im Wesentlichen daraus, dass die Gemeinschaftsfläche größer ist als in traditionellen Vereinen und die Gärten sind kleiner. Mehr Biodiversität und ein starkes soziales Miteinander sind das Ziel. Für Natur- und Klimaschutz im städtischen Raum nehmen Kleingärten dabei eine besondere Stellung ein. Die öffentlichen Grünanlagen haben eine geringere Artenvielfalt als die Kleingärten. In den Kleingärten sind ganz viele alte Obstsorten zum Beispiel noch und auch die Stauden und so weiter. Das heißt also, wir können das jetzt zwar nicht quantifizieren, aber Kleingärten gelten schon heute als Reservoir für Artenvielfalt in urbanen Räumen. Der Kleingartenpark ist Teil des bundesweiten Förderprogramms Städte wagen Wildnis. Im Programm geht es darum, Wildnisräume in Städten zu integrieren und zu schützen. 5 Jahre lang lief Städte wagen Wildnis. Es endet in diesem Jahr. Für das Modellprojekt im Othfelde arbeitet der Kleingärtner e.V. in Hannover eng mit dem Fachbereich Umwelt und Stadtgrün zusammen. Ulrich Brote, Leiter des Fachbereichs, erklärt, worum es geht. Wir wollen mit dem Projekt Städtewagen Wildnis darüber hinaus auch sensibilisieren für Wildnisräume, für naturnahe Grünflächen im Stadtgebiet, die es gilt weiter auszubauen. Es ist eins unserer strategischen Ziele, den Anteil naturnaher Grünflächen im Stadtgebiet zu erhöhen. Der Kleingartenpark im Othfelde erhält insgesamt eine Förderung von 740.000 Euro. Diese stammt aus Töpfen von Städtewagen Wildnis, aber auch von dem Kleingartenkonzept Hannover. Das Problem im städtischen Raum? Flächen sind knapp. In Zukunft müssen Hannoveraner Kleingärten womöglich Wohnräumen weichen. Der Kleingartenpark im Othfelde ist nicht nur nachhaltig, sondern auch platzsparend konzipiert. Wir leben in Zeiten einer sehr großen Flächenknappheit, auch bestehender Flächenkonkurrenzen. Insofern ist es erstmal das vordringliche Ziel, diese wildnisartigen Flächen im Stadtgebiet zu schützen, zu erhalten und wenn möglich behutsam weiterzuentwickeln, erlebbar zu machen. Hannover muss also auch zukünftig seine Grünflächen schützen und weiter ausbauen. Der Kleingartenpark im Othfelde setzt dafür ein gutes Beispiel. Mit heimischen Pflanzenarten, der Nutzung von Regenwasser und natürlichen Schädlingsbekämpfern und Düngemitteln. Es bleibt spannend, welche Projekte nach dem Programm Städtewagen Wildnis noch folgen.